So, ihr Lieben, ich bin auf meinem kurzen Sonntagsspaziergang. Ich habe den ganzen Tag heute unglaublich konzentriert gearbeitet an meinem Vortrag für den Deutschen Astrologenverband für den Herbst. Evgeny Bluschenko, russischer Eiskunstläufer und sein Horoskop. Eine spannende Biografie. Total interessantes Horoskop. Und ich bin jetzt gerade hier erstmal so die Nase raushalten an die Luft, weil wenn man so in Innenwelten versinkt, was mir gut passieren kann, also das kann ich schon, als Kind konnte ich das schon gut, dann bin ich einfach komplett weg und fasziniert, dann ist es wichtig, auch mal wieder Abstand zu bekommen. Ja. Ja. Also ich lüfte meinen Kopf jetzt aus mit euch zusammen und kann euch schon sagen, das wird ein toller Vortrag. Also ich weiß nicht, ob der aufgezeichnet werden wird, aber wer zu dem Kongress kommen kann, dem kann ich das nur empfehlen. Nicht nur wegen mir jetzt, sondern das sind halt drei ganz spannende Tage mit ganz vielen Angeboten und vielen Vorträgen. Und es ist in Bad Kissingen. Im Herbst, ich kann euch auch die Daten nochmal draufschreiben. Und es laufen auch, es sind so viele Vorträge, dass immer zwei parallel in zwei verschiedenen Räumen laufen. Und Workshops und natürlich ganz viel Gespräche auch zwischendurch. Und zusammen irgendwie am Tisch sitzen und was essen und mal wieder endlich Kontakte nach dieser kontaktarmen Zeit. Also ich freue mich sehr drauf. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr auch so einen guten Sonntag hattet wie ich. Also der Samstag war ja nicht so schön, ich habe es gestern drauf gesprochen. Ich war ja fast Opfer eines Verkehrsunfalls und es war überhaupt ein wahnsinniger, verrückter Samstag und heute ruhe ich mich sozusagen bei mir selber aus. Könnt ihr das auch so einfach in einem Buch versinken oder in der Arbeit? Oder das ist ja fast meditativ, so nach innen gehen. Also nach viel außen ist innen einfach total gesund. Und jetzt hier, das ist auch sehr schön, also hier dieses Feld, dieses grüne Feld. Mein Spazierweg direkt vor der Tür, das ist natürlich auch toll. Also Rondorf hat viele Nachteile, aber es hat auch viele Vorteile, so direkt im Grünen zu wohnen und sofort ins Grüne gehen zu können. So, ich hoffe, dass ihr das hören könnt, dass der Wind nicht so heftig ist und die Lautstärke stört. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag noch. Ich gehe nachher nach Hause und muss dann endlich mal was essen. Ich habe den ganzen Tag noch nichts gegessen. Ja, wenn man so besessen arbeitet, vergisst man das auch mal. Und dann werde ich wahrscheinlich abends noch mal ein bisschen weiterarbeiten. Wen schon? Den schon. Alles Liebe, es soll ja ein toller Vortrag werden. Ciao.